Hier ist der aktuelle Aufbau zu sehen. Im Folgenden kommt das Wasser hier aus dem Filter, läuft über dieses Rohr, regulär geradeaus durch, über den Chlorbeifüger, zurück in den Pool. Und wenn es jetzt draußen warm genug ist, dass der Pool eben weiter geheizt werden kann, das Ganze bemisst sich einmal aus der Temperaturmessung hier für das Poolwasser und einem zweiten Fühler, den ich auf meinem Solardach habe. Und wenn die Differenz zwischen beiden Temperaturen hoch genug ist und das Poolwasser nicht zu kalt und nicht zu heiß ist, schaltet mir dieser Computer hier oben den Bypass auf, indem quasi dieser Stellmotor hier, dieser Belimo, das ist ein Motor, der macht einfach nur eine 90-Grad-Bewegung mit einer sehr großen Kraft. Dieser Computer tut diesen Hebel, also diesen Schieberegler hier praktisch öffnen und schließen. Und wenn das Signal vom Steuercomputer hier oben kommt, warm genug, Wärme beigeben, dann wird dieses Ventil hier geschlossen. Und das Wasser muss dann den Umweg nehmen über den Zulauf für meine Solarplatten, für meine EBTM-Matten und das obere Rohr. Da kommt dann das erwärmte Wasser zurück, kommt dann hinter diesem Regler wieder raus und fließt von dort aus in den Pool. Und die Wärme, die jetzt vom Solardach kommt, die wird dann direkt in den Pool eingeleitet. Und im Moment geht es mir einfach um diesen Regler, der eben im Moment geschlossen ist. Man sieht es, wir haben eine Außentemperatur von 17 Grad. Das Wasser selber steht im Moment bei 18 Grad. Der Fühler ist hier, 18 Grad. Das heißt, im Moment haben wir sogar minus 1 Grad Temperaturunterschied. Und ja, die Regelung besagt, dass das Ventil jetzt in dem Moment offen ist, weil es würde sich einfach nicht lohnen, das Wasser im Moment über die Solaranlage fließen zu lassen, weil es draußen kälter ist als das Poolwasser. Wäre ja ein negativer Effekt in dem Sinne sogar. Mein Ziel ist es nun, diesen Hahn, diesen Regler hier auszutauschen. Der Belimo an sich funktioniert noch relativ gut, also das heißt relativ, er funktioniert. Allerdings macht mir der Hahn hier unten Sorgen, weil dieser Stellmotor nicht wirklich exakt 90 Grad über diesem Hahndrehersegment aufliegt. Sobald dieses Ventil praktisch hier geschlossen wird, fängt es schon an mit Knarren und Knurzen. Und ich habe einfach Angst, dass mir hier drunter Bauteile einfach abreißen, weil die Kraft hier einfach zu groß ist oder Verkantungen stattfinden. Und ja, auch von der Handhabung her, und möchte das Ganze ersetzen durch einen Stellmotor, der für diese Zwecke auch wirklich gedacht ist. Ich habe jetzt hier mir ein Modell neu gekauft. Ein großer, schwerer Motor, wie man jetzt hier sieht. Ich lege das Ganze mal ab. Und hier ist das Prinzip das gleiche wie das, was ich schon habe, nur dass im Moment mein Regler und mein Stellmotor ja zwei völlig unabhängige Komponenten sind, die ursprünglich nicht zusammengehört haben, die ich jetzt zueinander gebaut habe. Und bei diesem System ist es so, es ist von vornherein aufeinander abgestimmt worden. Auch hier fließt das Wasser regulär von der Seite rein, fließt regulär hier wieder raus. Und wenn das Signal jetzt vom Differenzmelder kommt, dass draußen ist es warm genug, das Poolwasser soll weiter erhitzt werden, dann würde praktisch hier Strom anliegen. Der Motor schaltet dann dieses Ventil zu. Dann fließt hier kein Wasser mehr durch. Und das Wasser müsste dann, so wie es jetzt auch schon ist, den Umweg nehmen über die Solaranlage. Im Folgenden werde ich jetzt zunächst mir erstmal in meiner Werkstatt wieder die Anschlüsse anschauen von diesem Gerät. Schauen, ob ich die aktuelle Verkabelung, wie ich sie jetzt hier habe, einfach übernehmen kann. Dieser Stellmotor von Belimo läuft aktuell auf 24 Volt Basis. Er könnte auch mit 220 laufen. Beides ist mit diesem neuen Modell auch möglich. 24 bis 220 Volt kann ich hier anschließen, funktioniert. Allerdings bin ich da mal etwas skeptisch bei den großen Spannungen. Ich bin hier im Wasserbereich, ich bin hier im Poolbereich. Da versuche ich weitestgehend auf solche hohen Spannungen zu verzichten. Trotz Absicherung, trotz extrem sensiblen FI, den ich hier habe, sondern möchte stattdessen über meine beiden Trafos das Ganze laufen lassen, runtergeregelt auf die 24 Volt, um einfach ein besseres Gefühl zu haben. Ob das was bringt oder nicht, das mag jeder für sich selber beurteilen, aber ich denke, das Bauchgefühl sollte da
schon eine Rolle spielen dürfen. Was ich jetzt im Vorfeld bereits getan habe, ich habe schon mal getestet, ob es möglich ist, einfach die beiden Verschraubungen hier zu öffnen, das Innenleben dieses Hahns herauszunehmen und anschließend das Innenleben hier, also dieses Bauteil von diesem Hahn, einfach hier dazwischen zu bringen. Von der Breite her ist es annähernd identisch, allerdings ist es leider Gottes so, dass die beiden Überwurfmuttern, die jetzt diese beiden Rohre hier anpressen mit den Nullringen, deutlich kleiner sind als dieses Überwurfringe hier und hier. Und das bedeutet, dass diese, oder besser gesagt, wenn ich das jetzt hier abbaue, müsste ich praktisch diese Überwurfringe hier anschrauben. Das Gewinde hier ist deutlich größer als hier fassbar, als hier möglich ist. Und das heißt, ich kann eben nicht einfach dieses Zwischenteil ausbauen, sondern ich muss diesen ganzen Bereich hier drinnen neu aufbauen. Und dadurch, dass ich hier alles geklebt habe, ist es auch nicht möglich zu sagen, ich löse hier irgendwo einfach eine Verschraubung, mache das raus und setze was Neues rein. Das ist nun der Nachteil bei der Verklebung. Alles super, alles dicht, keine Probleme im laufenden Betrieb, aber jede Änderung bedingt doch einen enormen Aufwand. Und ich habe jetzt einfach mal eins gemacht, wenn ich jetzt den neuen Motor hier mal so da dran halte, mal sehen, dass wir die Perspektive ein bisschen bekommen. Es ist genügend Platz, nicht viel, aber es ist ausreichend, dass mein Plan jetzt darin besteht, dieses kleine Stück Rohr hier dazwischen abzusägen, und zwar in einer knappen Länge hier, dass es genau hier in dieses Rohr reinpasst, bis zur Klebekante hier. Und anschließend geht das ganze Teil dann ungefähr bis hierher, so, das habe ich ungefähr schon ausgemessen. Und dieses Stückchen hier drüben würde dann von der Länge ja eben nicht mehr reichen, weil auch hier müsste ich das Ganze ja absägen, weil hier und hier ist es verklebt, würde ich dann hier einfach eine Muffe setzen, nochmal ein Stück Rohr dazwischen geben und dann eben hier auf der anderen Seite reingehen. Ich habe für den ganzen Spaß vielleicht 2-3 cm Luft links und rechts. Und ich muss es wirklich vorneweg genau ausmessen, weil viel Toleranz habe ich nicht und möchte ja, dass das Ganze anschließend auch dicht ist, auch hält. Und die Alternative wäre ja, dass ich im Endeffekt hier sauber abtrenne und dann entweder diesen ganzen Bereich hier weiter nach links schiebe, dann hätte ich hier genügend Platz. Aber wenn ihr den restlichen Aufbau meiner Anlage seht, und der ist noch nicht fertig, da sollen irgendwann noch weitere Techniken hier an die Wand kommen. Fängt es an mit Schellen neu setzen, geht es dann weiter, dass zum Beispiel meine Chlorinstallation hier neu gesetzt werden muss. Auch hier ist alles verklebt. Ich müsste praktisch hinten die Rohre abschneiden. Da ist alles geschraubt. Das wäre jetzt gar nicht so kritisch. Ich müsste den ganzen Bereich nach links rüber setzen und die Fehlerquote, die sich daraus ergibt, irgendwo falsch abgesägt, irgendwo nicht mehr richtig dicht zusammenbekommen, ja, die möchte ich in dem Moment auf ein Minimum reduzieren, indem ich im ersten Schritt einfach versuche, an dieser einen Stelle so knapp wie möglich die Rohre abzusägen, hier mit dem neuen Ventil direkt aufzugehen und auf dieser Seite über diese Muffenlösung eine Dichtheit herzustellen. Und ja, ich hoffe, das klappt. Das wird hier ein High-Life-Video. Bleibt einfach dran. Mal sehen, ob es am Ende alles funktioniert. Ich bin jetzt zurück in meiner Werkstatt. Das Gerät in seiner ganzen Größe. An der Stelle sei vielleicht gesagt, ich bin schon etwas überrascht. Wenn man jetzt schaut, das Ganze sind jetzt insgesamt gute 33 cm von oben bis unten. Auch von der Breite her sind wir hier bei über 10 cm und vom Gewicht ist das ganze Teil auch nicht ohne. Also das hat schon eine gewisse Masse, die da mitgebracht wird. Das sollte man auf jeden Fall beobachten oder beachten, wenn die Installation dann im Poolhaus erfolgt auf den Rohren, weil dieser Druck liegt ja auf dem Rohr auf, dass dann auch entsprechend in der Nähe dieser Durchgänge die Schellen gesetzt werden, dass die Last übertragen wird auf die Wand oder was auch immer ihr dann hinten als Unterbau, Rückbau nutzt, Wand oder Boden. Ich werde jetzt zunächst eins machen. Ich werde jetzt einfach mal diese Anschlüsse hier öffnen, um zu schauen, wie das Ganze jetzt auf der elektrischen Seite angeklemmt wird.
So, und da sieht man jetzt eins, das ist jetzt hier, ja, einmal vier Steckkontakte, dieser Stecker hier, kann man das jetzt öffnen. Es gibt leider keine Anleitung dazu, also der Hersteller hat mir zwar einen Schaltplan gesendet vorab, aber wie das Ganze jetzt hier im Innenleben aussieht, also ihr habt jetzt hier praktisch diesen Winkel, der jetzt hier unten dran, kann man das erkennen, diese vier Kontakte hat, die sind auch durchnummeriert, 1, 2, 3 mit den entsprechenden Hinweisen, aber das Kabel muss ich ja sicherlich irgendwo hier drunter anschließen. Hier an der Stelle habe ich nur noch die Kontaktgegenstücke. Sieht man dann hier so kleine Stiftchen. Das Ganze hier ist jetzt fest, könnte man auch lösen, den Schrauben dran, aber ich gehe davon aus, dass das jetzt nicht Sinn und Zweck der Sache ist, dass das auch gelöst wird. So, hier wäre jetzt der Eingang für das Kabel. Wenn ich das jetzt mal rausnehme, sieht man auch hier sehr schön, innen drunter ist jetzt eine Klemme. Inklusive, ja, wenn ich das runterschraube, eine Abdichtung, dass das Ganze dann auch geschützt ist vor Feuchtigkeit. Und ich mache jetzt mal eins. Wir probieren jetzt einfach mal mit einem kleinen Schraubendreher, hier, ob wir das ganze Teil hier rauslösen können, ob das so vorgesehen ist. Ja, sieht so aus. Muss man natürlich jetzt aufpassen. Die 1 hat jetzt dorthin gezeigt. Und hier sind jetzt die Kontakte. Und ich gehe davon aus, dass die Kabel einfach nur hier gesteckt werden. Oder seitlich, das muss ich mir in aller Ruhe. Ach nee, hier. Hier an der Seite, ich versuche das mal scharf zu machen, seht ihr jetzt hier die Schrauben. Das heißt, man kann das jetzt hier öffnen. Und kann dann hier irgendwo das Kabel einführen. Ich habe jetzt hier die Schraube nochmal gelockert und es ist wirklich eine einfache Klemmverbindung. Wir mal ein Reststück Kabel, 1,5er, das wird dann einfach eingeschoben und anschließend wieder festgeschraubt und dann hält das auch. Das Ganze wird dann eben durch diese Hülse hier dann um die Ecke irgendwo rumgefummelt und wieder hier eingesteckt. Also doch nicht so kompliziert, wie es auf dem ersten Moment aussah. Wenn ich das Ganze jetzt wieder lockere, dann kann ich das auch wieder rausziehen. Erinnert mich ein bisschen an eine Vago-Klemme. Man sieht jetzt auch hier, der Spalt ist etwas geöffnet. Dieser hier. Und wenn ich jetzt hier zuschraube, dann wird dieses Plättchen wieder zugeklemmt. Wie eine Art Widerhaken greift es dann da rein. Mal. Ich habe jetzt die entsprechenden Schaltpläne gefunden und einfach mal einen Testaufbau zusammengesteckt. In der Folge ist es jetzt so, wir haben jetzt einmal hier den Schutzleiter, der ist auch separat hier gekennzeichnet. Und auf der Position Nummer 1 kommt der blaue Draht, der Nullleiter rein. Und die Position 2 und 3 sind jeweils die Steuersignale, an denen der Motor einmal geöffnet wird und einmal geschlossen wird. Und der große Unterschied zu meinem bisherigen System ist einfach der, dass ich bisher lediglich mit einem Einsignalsystem gearbeitet habe, weil mein Motor, der den Bypass geöffnet und geschlossen hat, über ein Federsystem verfügt hat oder noch verfügt. Und wenn der Strom geflossen ist, dann ist das Ventil dauerhaft unter dieser Spannung eben geöffnet gewesen. Und sobald der Strom weggefallen ist, ist dann der, ja, die Feder hat dann praktisch den Hahn wieder zugezogen. Bei diesem Modell ist es nun so, dass hier wirklich permanent in irgendeiner Form eine Spannung anliegen muss, damit dieser Motor den Hahn öffnen oder schließen kann. Ich habe jetzt hier einfach mal einen Testaufbau zusammengebastelt. Das ist jetzt, jeder Elektriker würde wahrscheinlich sich jetzt an den Kopf greifen, was ich hier gemacht habe. Ich habe das Ganze jetzt mal
angeklemmt. Ihr seht jetzt hier auch, ob der Hahn offen oder geschlossen ist. Ich drehe das mal noch ein bisschen rüber, schalte hier den Strom ein. Das Ganze ist jetzt hier gesondert noch mit abgesichert. Und zum einen merkt ihr jetzt hier, da passiert nicht viel, weil das ist der Öffnenbereich und das Ganze ist ja schon geöffnet. Und wenn ich das Signal jetzt auf die andere Stelle gebe, dann seht ihr, wie jetzt der Motor das Ganze schließt. Und das wäre praktisch das eine Signal. Und wenn ich das Signal jetzt eben auf diesen anderen Kontakt gebe, dann wird der Hahn wieder geöffnet. Strom wieder aus. Das Ganze klemme ich jetzt wieder ab. Wichtig für mich jetzt ist, ich weiß, wie ich das Ganze anklemmen muss. Ein bisschen enttäuschend oder schade, dass jetzt hier keine Baupläne oder irgendwas direkt mit dabei sind. Aber im Internet findet man doch, wenn man weiß, wonach man suchen muss, alles, was man braucht. Das Spannende für mich ist jetzt, wie ich das Ganze mit meiner bestehenden Solarsteuerung zum Laufen bekomme, mit meinem TDR. Soweit wie ich mich jetzt belesen habe, dazu ist es aber grundsätzlich möglich, weil das Gerät über zwei Relais verfügt, die ich im Moment ja überbrückt habe. Und das ist aber eine Sache, die kann ich dann wirklich erst testen, wenn entsprechende Temperaturen draußen herrschen und das Signal überhaupt erst ankommt. Ich bin jetzt aktuell dabei, dieses Ventil auszubauen. Den Belimo habe ich jetzt erstmal abgehangen, der hängt jetzt hier auf der Seite erstmal. Und nun werde ich mit der Eisensäge einmal hier knapp an dieser Überwurfmutter einen Schnitt machen und dann hier nochmal knapp, um erstmal dieses Mittelteil als Ganzes komplett rauszubekommen. Die Halterung kommt dann auch noch weg. Und ja, spannend wird sein, wie ich überhaupt vom Platz herankomme. Ich werde das erstmal mit einem einzelnen Sägeblatt machen. Die Vorkonstruktion ist jetzt abgebaut und ich habe jetzt ja das Rohr einmal hier und einmal ungefähr hier abgesägt und den neuen Stellmotor schon mal aufgesetzt. Also ist noch nicht verklebt, erstmal nur, dass ich gucken kann, wie es passt. Hierbei habe ich jetzt diese Überwurfeinheit links wirklich bündig bis an diese Markierungsgrenze, also an diese Stoppgrenze rangeschoben. Und auf der anderen Seite ist jetzt ungefähr 2-3 mm noch Luft. Die Muffe geht ungefähr mittig bis hierher. Das heißt, das Rohr habe ich ungefähr hier abgesägt. Und ich habe das jetzt Ganze mal handfest gedreht. Das heißt, die Abstände als Ganzes sollten jetzt passen. Was ich noch mitmachen muss, hier hinten diese Schelle, die müsste ich weiter reindrehen, aber dafür müsste ich im Endeffekt die komplette Konstruktion hier nochmal lockern bzw. abschrauben, um dieses Stück hier nochmal drehen zu können. Das werde ich nicht tun, stattdessen werde ich die Schelle hinten einfach absägen. Die Schelle hier vorne, die kann bleiben, die würde dann auf der Muffe sitzen, das Ganze halten. Und hier unten habe ich ja eine nächste Schelle, wo dann die Kraft, das Gewicht übertragen werden könnte. Ich bin jetzt zurück in meiner Werkstatt und werde jetzt das fehlende Stück Rohr zusammenschneiden, zurechtschneiden. In der Aufstellung her ist es jetzt so, hier drüben schiebe ich das vorhandene Rohr rein bis zum Anschlag, da wird nichts geändert. Und auf dieser Seite ist es ja so, dass das bestehende Rohr bis hierher geht, dann kommt diese Muffe, dann habe ich ausgemessen einen Abstand von ungefähr 1,5 cm. Und das Rohr, was ich jetzt hier dazwischen einbaue, muss zum einen hier bis zum Anschlag gehen. Das sind 3,2, 3,3 cm. Und zum anderen, das jetzt abschraube, auch hier bis zum Anschlag, der ist bei 3,3. 3,2, 3,3, sind wir bei 6,5 cm. Und dazu noch der halbe Zentimeter, der ja hier noch Luft gewesen ist, macht insgesamt 7 cm. Die zeichne ich mir jetzt auf einem Blankostück Rohr ab. 7 cm, säge das gerade und sauber ab
und dann wird das Ganze erstmal trocken zusammengesteckt, im Poolhaus eingebaut. Dann schaue ich, ob das Ganze passt. Und wenn es passt, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, wird das Ganze dann zum Teil jetzt hier in der Werkstatt schon verklebt und den Rest verklebe ich dann vor Ort. So, das Stückchen ist abgesägt. Etwas den Grat abmachen. Das geht sehr straff. Hoffentlich das Problem ist wieder raus. Dann zieht man innen. Da wäre jetzt noch ein bisschen Luft. Und das Gegenstück kommt ja dann hier rein. Und ich hatte vorhin gesagt, ungefähr ein halber Zentimeter. Das kommt in etwa hin. Jetzt geht es nochmal zurück ins Poolhaus. Da baue ich das Ganze jetzt nochmal so ein, wie es jetzt hier vorliegt. Schau, ob das passt. Und wenn das passt, geht es wieder zurück in die Werkstatt. Dann wird der Bereich hier schon mal verklebt. Und im Poolhaus anschließend dann dieser Bereich. Und wie ich sehen kann, passt es gut ausgemessen. Ich bin jetzt hier, Anschlag mit dem Rohr. Die Muffe ist Anschlag hier drunter. Das Ganze ist handfest. Ich werde jetzt einfach hier nochmal markieren. Das ist ja bis zum Anschlag jeweils drunter, damit ich gerade weiß, wie weit ich kleben kann. Und nun geht es wieder rein in die Werkstatt, dass ich das Stück Rohr schon mal in den Überwurf kleben kann und hier in die Muffe rein und dann zurück hier ins Poolhaus, wo ich die Muffe dann an das Restrohr und hier drüben ans Restrohr mit anklebe. Kleiner Tipp, bevor man jetzt lange überlegt, wie habe ich das Ganze hier reingebaut. Ich bin jetzt hier an dem Punkt, wo dann wirklich beide Seiten komplett gelöst werden müssen. Der Mittelteil, also dieses Teil, lässt sich ja komplett entnehmen. Und dann kann man wunderbar zwischendurch auch testen, ob das Ganze passt oder nicht, ohne hier die Rohre verbiegen zu müssen, auf die Gefahr hin, hier irgendwo noch was abzureißen. Das ist natürlich jetzt wirklich so stark ineinander, dass ich mir das Verkleben fast schon sparen kann. Aber dennoch kommt der Kleber mit dran. Also hier kommt geklebt und da kommt geklebt und der Rest ja dann im Poolhaus. Das heißt, ich mache erstmal Platz. Die beiden jetzt wieder auseinandergewirkt. Zum Kleben selber vorab wird das Ganze gereinigt und anschließend dann mit PVC-Kleber eingeklebt. Zum Reinigen nehme ich einfach ein Stück Papier, tränke das kräftig jetzt und dann wird das Ganze einmal dann merkt man auch, wie die Oberfläche rau wird, wie das Fett rauskommt. Natürlich auch der ganze Dreck abgewaschen wird. Das Ganze idealerweise im Freien oder in einer gut gelüfteten Werkstatt machen. Die Dämpfe sind meiner Meinung nach nicht gesund. Und hier bin ich wieder zurück. Tja, alles geplant, alles vorbereitet und leider ist es jetzt so gewesen, dass der Kleber, den ich gerade verwendet habe, in dieser Muffe wahrscheinlich hoffnungslos überaltert war. War noch eine halbvolle Packung, wie ihr gesehen habt. Ich mir das angucke hier, der ist noch weich, der härtet nicht richtig aus. Also was habe ich gemacht? Gott sei Dank nochmal losgefahren, eine Ersatzmuffe besorgt und nochmal neuen Kleber besorgt, eine nagelneue Packung. Tja. Kuriose ist, der Baumarkt selber führt es gar nicht. Musste ich jetzt in den Großhandelbedarf mir noch jemanden holen, um dort einkaufen zu können. Aber ich habe es geschafft. Weiter geht es jetzt mit dem zweiten Stück. Diesmal hoffentlich ohne Probleme.
mal dieses und einmal den Innenbereich hier von dieser Überwurfmutter. Wenn ich den jetzt hier aufklebe, muss man unbedingt aufpassen. Das ist mir beim ersten Mal passiert, als ich den Pool gebaut habe, dass wenn das jetzt hier ineinander gesteckt wird, muss ja auch noch diese Überwurfmutter. In dem Fall passt die hier noch drüber. Das würde funktionieren. Aber achtet bitte drauf, wenn ihr einmal verklebt habt und hier zum Beispiel ein größeres Bauteil habt und dann mit der Überwurfmutter nicht mehr rüberkommt, dann könnt ihr alles wegschmeißen und wieder von vorne anfangen, dass ihr idealerweise euch das wirklich so hinlegt und dann das so zusammen macht, damit ihr diese Überwurfmuttern einfach nicht vergesst. Ich mache jetzt eins, analog wie vorhin auch. Von diesem Kleber gibt es auch Varianten mit einem Pinsel, finde ich persönlich schöner. Allerdings habe ich hier nur sehr wenig zu kleben und das sind dann immer die großen Dosen, also es wäre schade drum. Deswegen habe ich mich jetzt für die Tubenlösung entschieden. Es muss halt bündig, vollflächig aufgebracht werden, dass kein Freibereich bleibt. Und dann machen wir eins, einfach hier das Ganze zusammen. Wenn der Kleber rausquillt, dann ist das meines Erachtens ein gutes Zeichen, weil er dann überall anliegt. Und optisch spielt es jetzt für mich eine nebensächliche Rolle. Wichtig ist, dass der Bereich hier vorne sauber ist. Das ist der Auflagepunkt, wo dann der Dichtgummi sitzt. Da sollte kein Kleber sein. Und diese Bereiche jetzt hier, das müsst ihr selber entscheiden, ob euch das stört oder nicht stört. Und so würde ich das Ganze dann festschrauben, aber zunächst lassen wir das Ganze noch trocknen. Und dann geht es zurück in den Pool, beziehungsweise ins Poolhäuschen. Und da wird dann der Rest eingebaut und verklebt. Nachdem ich jetzt die erste Verklebung fertig habe, folgt der zweite Teil. Jetzt alles hier zusammengetragen. Und zunächst werde ich jetzt hier die linke Seite einkleben. Hierfür muss ich sie vorneweg natürlich reinigen und sauber machen. Das mache ich analog wie bereits jetzt in der Werkstatt schon mit dem Reiniger. Und wo ist das Gegenstück? Hier ist das Gegenstück. Hier kommt jetzt der Teil zum Tragen. Wenn ich das jetzt einfach aufkleben würde und anschließend versuche dann, weil ich es vergessen habe, diese Überwurfmutter einzubauen, das würde nicht mehr gehen. Also muss ich zwingend vorher diese Mutter mir irgendwo schon hier bereitlegen, damit ich das nicht vergesse. Und dann kommt hier das Stück angeklebt. Dafür bringe ich auch hier den Leim auf. Jetzt hier etwas beengter. Ich kann hier ein bisschen mehr drauf machen, beziehungsweise sorgfältiger verarbeiten. So. Ich habe hier meine Markierung. Bis zur Markierung drauf, nicht wackeln, nicht verdrehen, das war es auch schon. Die andere Seite ist ja dieses Gegenstück. Wenn ich das jetzt hier einklebe, kommt dann hier genau in die Mitte dann der Hahn. Auch dieser Bereich wird zunächst gereinigt.
das Gegenstück auch. Ich habe jetzt hier das Buch mal rein, weil doch noch ein wenig Wasser rausgetropft ist. Das ist natürlich nicht so schön, das Ganze sollte ja trocken sein. Und jetzt reinige ich hier noch die Muffe, die dann ja hier aufgeklebt wird. Gefällt mir noch nicht. Muss man noch ein bisschen Wasser aussaugen. Sicherheitshalber noch mal ein bisschen sauber machen. Auch hier die Kleber aufgebracht. Und auch im Innenbereich von diesem Muffe. Jetzt hier ein bisschen raus, ist aber nicht schlimm. Das Ganze wird jetzt trocknen gelassen. Das Ganze lasse ich jetzt trocknen. So knapp 10 Minuten. Das reicht schon völlig aus. Anschließend kommt der Hahn dann dazwischen gesetzt, mit den beiden Überwurfschellen befestigt. Und dann kann ich schon den ersten Probelauf starten, ob das ganze System nach wie vor dicht ist. Der Kleber sollte nun ausreichend getrocknet sein, sodass jetzt das Kugelventil, also der Kugelhahn, eingebaut werden kann. Wichtig ist, vorneweg nochmal kontrollieren, dass die Nullringe drin sind, dass sie sauber sind auf beiden Seiten. Dann gibt es ja die Flussrichtung, die markiert ist. Und dann setze ich den jetzt einfach mal hier rein. Das Ganze ist noch relativ straff, dass der Nullring hier in der Halterung drin bleibt auf beiden Seiten. Und auf der anderen Seite das Ganze handfest, also nicht mit Gewalt. Ja. Tja, dann schalten wir jetzt einfach mal die Pumpe ein und gucken, ob das Ganze dicht ist. Da tropft nichts, da auch nicht, hier schaut das auch gut aus. Tja, das war der Einbau des automatisierten, des motorisierten Kugelhahns. Was ich jetzt noch machen werde, ich werde die Schellen, die ich vorher locker gemacht habe, die werde ich wieder anziehen. Auch diese Schelle muss ich mal gucken, die sollte nach wie vor passen. Und im nächsten Schritt, das werde ich aber in einem separaten Video machen, erfolgt dann der Anschluss der Elektrik an den Steuercomputer. Wie gesagt, schaut in meine Playlist rein zum Projekt Pool, beziehungsweise werde ich es auch im Beitrag unten in den Kommentaren mit verlinken. Da könnt ihr dann direkt schauen, wie ich die elektrischen Anschlüsse gemacht habe. Hier hinten ist ja ein Schaltplan drauf. Und bis dahin hoffe ich, dem einen oder anderen einen nützlichen Tipp gegeben zu haben und freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert und auch meine nächsten Videos anschaut. Ciao!